Ein Reich, das sich über die ganze Welt erstreckt. Davon träumten einst auch die Deutschen. Im 19. Jahrhundert machen sich Abenteurer, Forscher und Entdecker auf zu fernen Kontinenten. Eine Welt voller Gefahren. Deutsche Soldaten hissen ihre Fahne in fernen Ländern. Siedler dringen nach Afrika, Asien und in die Südsee vor. Fremde Welten treffen aufeinander, mit fatalen Folgen. Blutige Konflikte wüten in den deutschen Kolonien. Das Weltreich der Deutschen. Eine Geschichte von Träumen, Sehnsüchten und der rauen Wirklichkeit. Atlantik aus gesehen scheint Südwestafrika nur eine große Wüste zu sein. Ausgerechnet hier will Anfang der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts ein deutscher Kaufmann eine Handelsstation errichten. Adolf Lüderitz aus Bremen. Er hofft auf ertragreichen Handel. Und er wird gleich einen ganzen Küstenstreifen. Das Städtchen Lüderitz ist bis heute nach ihm benannt. Die Hafenstadt wurde zum Ausgangspunkt für die Besiedlung eines ganzen Landes. Tausende Deutsche suchten ihr Glück. Doch ihre neue Heimat sollte ihnen nur 30 Jahre gehören. Was die deutschen Kolonialisten hinterlassen haben, holt sich die Wüste heute wieder. Das Einzige, was blieb, von dem Traum von einem deutschen Weltreich. Es war natürlich ein Traum, der dann letztlich zum Trauma wurde, ein Traum Deutschlands, eine Kolonialmacht zu sein wie die anderen Großmächte Europas. Nicht zuletzt so Dinge, Schlagworte wie deutsches Indien in Afrika zu schaffen oder in China ein deutsches Hongkong, zeigt, die Engländer, die haben es richtig gemacht, die haben ein riesigen Kolonialreich, die haben Ressourcen, die haben Gebiete für ihre überschüssige Bevölkerung und so weiter. Und so etwas wollte man auch haben. Das aufblühende Deutsche Reich will im Konzert der mächtigen Europas mitspielen. Die Rufe nach Besitzungen in Übersee werden immer lauter. Nun hat das politische Establishment allerdings erst sehr spät dezidiertes Interesse daran. Und Bismarck ist lange Zeit relativ zurückhaltend, weil er immer wieder argumentiert, Deutschland als Nationalstaat sei noch sehr jung. Und deshalb müsse man sich eher auf andere Dinge konzentrieren, anstatt nun auch gleich in das koloniale Geschäft einzusteigen. Vor allem Bismarck umzustimmen erfordert Überredungskunst. Es gehe um neue Rohstoffquellen und Absatzmärkte, sagen die Kolonialbefürworter. Soziale Konflikte könne man durch Auswanderung lösen. Nur zögernd lässt sich Bismarck auf das Abenteuer ein. Er hatte auch keine großen Erwartungen an die damaligen Kolonien gestellt, wirtschaftlicher Art. Da war er äußerst skeptisch. Das Einzige, was für ihn eine Rolle spielte, war der Handel der Deutschen in Westafrika. Da fühlte er sich dann doch veranlasst, hier den Schutz des deutschen Kaufmanns zumindest zu garantieren. Deshalb hat er ja die Kolonien auch Schutzgebiete genannt und nicht Kolonien. Am 7. August 1884 ist es soweit. Deutsche Marinesoldaten landen in der Lüderitzbucht. Und stellen das Gebiet nun offiziell unter den Schutz des Deutschen Reiches.
Untertanen des Kaisers ahnen noch nichts von ihrem Schicksal. Abgesandte schließen mit Eingeborenen sogenannte Schutzverträge und bringen das Reich auf diese Weise in den Besitz riesiger Gebiete. Dass die Ureinwohner nicht immer verstehen, was sie unterschreiben, ist beabsichtigt. Mit diesem Erwerb ist Deutschland nun auch einer der Teilnehmer im Wettlauf um Afrika. Der Kontinent wird Ende des 19. Jahrhunderts unter den europäischen Mächten systematisch aufgeteilt. Das Reich erhält Togo, Kamerun, Deutsch-Ostafrika und Deutsch-Südwest. Afrika wurde wie ein Kuchen aufgeteilt. Ein großer Kuchen für die europäischen Großmächte. Die Deutschen sagten, ich hätte bitte gerne das Stück Namibia. Namibia ist part of my cake. Meine Herren, erheben wir die Gläser. Und die deutschen Politiker feiern den Erfolg. Endlich haben sie genügend Land für potenzielle Siedler. Sie hegen die Hoffnung, damit die Massenauswanderung der Deutschen in die USA zu stoppen. Deutsch-Südwest soll Siedlungskolonie werden. Die meisten Menschen wussten ja eigentlich mit Deutsch-Südwest gar nichts anzufangen. Es hat eigentlich sehr viel Propaganda gebraucht, um dann also in den nächsten Jahren und eigentlich noch Jahrzehnten, zum Teil über den Zeitraum des Kolonialismus hinaus, die Bevölkerung von der Notwendigkeit kolonialer Erwerbungen zu überzeugen. Doch die Propaganda verfehlt ihre Wirkung nicht. Auch bei der kleinen Else Täger aus dem Dorf Wendeburg bei Braunschweig erweckt sie Sehnsüchte. Else wächst im väterlichen Kolonialwarenladen auf und träumt von fernen Ländern. Der exotische Duft der großen weiten Welt verheißt Freiheit und Abenteuer. Die kleine Else Täger lebt in einer Traumwelt, die sie nicht mehr loslässt. Deutsch-Südwest wird einmal ihr Schicksal werden. Als Else erwachsen ist, heiratet sie Gustav Sonnenberg aus dem Nachbardorf. Mit ihm will sie sich in Deutsch-Südwest eine Existenz aufbauen. Der erste Eindruck ist ein Schock für die 23-Jährige. Hinter der Küste erstreckt sich kilometerlang wüstes Land. Ein Traum trifft auf Wirklichkeit. Else Sonnenberg schreibt in ihr Tagebuch: Ein trostloser Anblick. Sand, nichts als Sand, soweit das Auge reicht. Im Landesinneren ist das Land fruchtbarer. Die Sonnenbergs lassen sich am Waterberg nieder. Hier wollen sie Handel treiben und sich in Viehhaltung und Gartenbau versuchen. Der Aufbau einer Existenz mitten in der Wildnis ist hart und entbehrungsreich. Else Sonnenberg, und das kann man ihr hinterher gar nicht hoch genug anrechnen, ist mit einem ganz weiten und offenen Herzen dorthin gegangen. Der Neuanfang dort in Afrika war sicher schwer. Sie musste ja neue Techniken auch lernen, der Haltbarmachung von Lebensmitteln, völlig andere Lebensmittel, als sie gewohnt waren. Wie machte man Sauermilch und wie bereitete man die geschossenen Antilopen zu? Auswanderer wie die Sonnenbergs siedeln auf Land, das auch von den Eingeborenen genutzt wird. Die Deutschen müssen sich mit den Einheimischen arrangieren, vor allem mit den Stämmen der Herero und Nama. Der Gouverneur von Deutsch-Südwest, Theodor Leutwein, praktiziert das Prinzip Divide et Impera, teile und herrsche. Leutwein versuchte schon, in gewisser Weise eine Kooperation mit einheimischen Herrschern zu finden, um die deutsche Herrschaft einigermaßen stabil zu halten. Einige Historiker haben ja auch vom System Leutwein gesprochen, was schon so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche auch bedeutete. Leutwein nutzt die Zwistigkeiten unter den einheimischen Stämmen. 1894 führt er einen Kriegszug gegen die Nama, die sich weigern, deutsche Schutzverträge zu akzeptieren.
Seit Jahrzehnten führt dieser Stamm auch eine blutige Fehde mit dem Stamm der Herero. Leutwein verfolgt mit dem Gewaltakt gegen die Nama auch einen Hintergedanken. Ganz Deutschland wird dieses Bild zum Gesicht bekommen. Er will den mächtigen Häuptling der Herero, Samuel Maharero, auf seine Seite ziehen. Sie schließen einen Pakt. Und auch Maharero verspricht sich von seinem neuen Freund Vorteile. Mahareros Position, der Ausbau seiner Oberhäuptlingsherrschaft, beruhte mit Sicherheit auf den Pfeiler der deutschen Kolonialmacht. Und das war für ihn ein ganz gewichtiger Gesichtspunkt, ganz abgesehen davon, dass er auch noch eine Rente von über 2000 Mark bezogen hat. 2000 Mark im Jahr, damals eine stolze Summe. Er ist ja auch bezeichnenderweise sehr oft in deutscher Uniform herumgelaufen und hat sich als ein Vertreter der deutschen Kolonialmacht gesehen. Doch die neuen Freunde Mahareros ziehen Zäune durch das Land, das sein Volk mit großen Viehherden beweidet. Auf Grenzübertritte reagieren die Deutschen mit Gewalt. Sie wollen die Weiden für ihr Vieh. Immer mehr Siedler kommen nach Südwest. 1903 leben knapp 3000 Deutsche im Schutzgebiet. Alle wollen gutes Farmland und davon reichlich, damit sich die Viehzucht auch lohnt. Bei den Herero wächst Misstrauen und Ärger. Wir Herero sind hier geboren und aufgewachsen. Und unser bescheidener Reichtum waren die Rinder. Dann kamen die Deutschen, besiedelten das Land und zogen Zäune. Und wenn unser Vieh durch die Zäune gebrochen ist, dann mussten wir für den Schaden bezahlen. Erst haben sie uns unser Land genommen, dann das Vieh und dann auch noch unsere Frau. Die meisten Siedler sind Männer und alleinstehend. Denn es gibt kaum weiße Frauen in Deutsch-Südwest. Liebeshungrige erliegen schnell dem exotischen Reiz. Vereinzelt kommt es auch zu Eheschließungen. Die Regel sind sie nicht. Unter den Soldaten der Schutztruppe kommt es häufig zu brutalen Übergriffen. Frauen werden zugeführt. Die Kolonialherren nehmen sich ihre vermeintlichen Rechte. Die Wut unter den Herero wächst. Einmal lebte ein Herero-Ehepaar auf der Farm eines Siedlers. Der Siedler bat den Mann, das Vieh in eine andere Gegend zu treiben. Und als er fort war, vergriff er sich an der Frau seines Angestellten. Noch heute findet man unter uns Herero viele Hellhäutige. Das ist der Beweis, dass viele Siedler und Soldaten unsere Frauen geschwängert haben. In Deutschland sieht man jegliche Art von sexuellem Kontakt mit Afrikanerinnen ungern. Es grassiert die Angst vor Rassenvermischung. Deshalb sollen mehr deutsche Frauen nach Afrika geschickt werden. Seit 1898 gibt es ein Einwanderungsprogramm für ledige Fräulein nach Südwest. An einer Kolonialschule werden sie auf ihr zukünftiges Leben vorbereitet. In der deutschen Frau kam in den Kolonien eine ganz wichtige Rolle zu. Denn sie wurde als eigentliche Trägerin des Deutschseins, deutscher Kultur, deutscher Zivilisation angesehen. Das ist eigentlich ganz interessant. Also den Männern traute man in der Hinsicht eigentlich nicht sehr viel zu. Man war im Gegenteil davon überzeugt, dass die Männer also früher oder später in den Kolonien, wie man es damals nannte, verkaffern würden. Das heißt also, sich dem Leben der ja als Untermenschen angesehenen Afrikaner anpassen würden. Im Kaiserreich gelten Menschen aus den Kolonien als unzivilisiert. Exoten, die man gerne auf Völker schauen bestaunt, wie 1896 in Berlin. Im Grunde genommen haben die Deutschen sich mit ihrer ersten großen Völkerschau auch in eine Praxis eingeklinkt, die letztlich seit Kolumbus bestand. Man hat immer wieder Menschen aus
Überseegebieten mit nach Europa gebracht, hat sie zur Schau gestellt, im schlimmsten Fall sogar im 18. Jahrhundert ausgestopft. Und Karl Hagenbeck hatte mit seinen Völkerschauen hier den Anfang gemacht, weil das reine Zoogeschäft nicht mehr so gut lief. Und das faszinierte ein großes Publikum. Und man sah sozusagen in einer Ausstellung von kolonisierten Untertanen die eigene Vergangenheit auf einer früheren Stufe. In Berlin ist auch Häuptlings Sohn Friedrich Maharero zu Gast. Allerdings im Anzug. Der Herero-Prinz sieht es nicht ein, als Schauneger, wie es im Jargon der Zeit heißt, zu dienen. Er und weitere Häuptlingssöhne sind hier, um politische Beziehungen zu knüpfen. Auf dem Programm steht auch eine Audienz beim Kaiser. Meine Herren, der Kaiser erwartet Sie. Sie wollten ihre Kultur vorstellen. Und es war eine gute Gelegenheit für einen Höflichkeitsbesuch beim Kaiser. Wilhelm II. Sollte die Menschen kennenlernen, die er in Afrika regierte. Der Inhalt des Gesprächs zwischen Kaiser und Häuptlingssohn ist nicht überliefert. Später wird Maharero berichten, der Besuch in Deutschland habe keinen besonderen Eindruck auf ihn gemacht. Auch über den Kaiser verliert er kein einziges Wort. Viel mehr als für höfisches Protokoll scheint sich der 22-jährige Herero-Prinz für die Berliner Weiblichkeit zu interessieren. Wir wissen, dass er zahlreiche Liebesbriefe von deutschen Frauen erhielt. Im Kontext mit anderen Völkerschauen hier in Deutschland wissen wir, dass bei der Abreise von Völkerschautruppen deutsche Mädchen mit ihren Köfferchen am Bahnhof standen und mitfahren wollten. Auch hier ist es verständlich, dass diese Körperlichkeit zum Ende des 19. oder Beginn des 20. Jahrhunderts für die Frauen natürlich ungeheuer anziehend war. Nicht? Die meisten hatten vermutlich noch nie einen nackten oder halbnackten Mann gesehen. Glühende Liebesbriefe Berliner Damen werden dem Prinzen noch lange nach seiner Rückkehr in die Heimat nachgesandt. Else Sonnenberg hat sich inzwischen eingelebt. Sie kommt mit den Einheimischen gut zurecht und hat sogar ein paar Wörter Herero gelernt. In ihr Tagebuch schreibt sie: Während ich unter den Herero lebte, hatte ich keine schlechte Meinung von ihnen. In Deutschland hatte ich sie mir viel roher und zügelloser, besonders auch den Weißen gegenüber gedacht. Sie erfährt auch von den Ängsten der Herero. Einige Leute beklagen sich, dass man ihnen das Land wegnehme. Solche Dinge rufen Erbitterung hervor. Am wichtigsten sind den Herero die Rinder. Sie bedeuten Reichtum, Macht und damit gesellschaftliche Anerkennung. 1897 fallen 80% des Herero-Viehs einer Rinderpest zum Opfer. Während die Weißen einen Großteil ihres Viehs durch Impfung retten können, stehen die Herero mittellos da. Viele müssen deshalb als Lohnarbeiter auf weißen Farmen arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Hier herrscht oft die Prügelstrafe. Das hat zu einer großen Erbitterung geführt. Auch die Ungerechtigkeit, die man sah, etwa die koloniale Justiz. Wenn ein Weißer erschlagen wurde, dann wurde der Afrikaner in der Regel mit dem Tode bestraft. War es der umgekehrte Fall, dann bekam der Weiße zwischen 3 Monaten und 3 Jahren Gefängnis. Und damit war die Sache in der Regel erledigt. Bei den deutschen Händlern konnten die Herero bislang mit Vieh bezahlen. Nun fehlt ihnen die Währung. Ein Teufelskreis beginnt. Wenn sie keine Zahlung leisten konnten, entweder in bar oder mit Tieren, dann wurde auf Schuld gekauft. Und das haben die Käufer nachher eben dann oft nicht eingesehen. Und haben sich auch hintergangen gefühlt. Wecke und Vogts ist das erste Geschäft in Deutsch-Südwest. Hier ist auch Häuptling Samuel Maharero Stammgast. Schnaps, Tabak, Gewehre und vieles mehr. Und alles auf Kredit.
Wenn eine entsprechend große Schuld da war und Samuel nicht zahlen konnte, dann wurde das eben in Form eines Landverkaufes getan. Es sind Geschäftsabschlüsse mit Brief und Siegel, wie dieses seltene Dokument beweist. So geht viel Land in den Besitz der Deutschen über. Das Ausmaß ist so groß, dass die deutsche Verwaltung die Einrichtung von Reservaten für die Herero plant. Und diese Reservate lagen nun in den weniger fruchtbaren Gebieten außerhalb der eigentlichen Wirtschaftszentren des Landes. Und alles das war den Herero bekannt, was da geschehen sollte. Im Januar 1904 läuft das Fass über. Überall im Land schlagen die Herero gemeinsam los. Ihre Wut richtet sich zunächst gegen die Siedler und Händler. Else Sonnenberg hat diesen Herero-Aufstand natürlich als eine große Katastrophe erlebt. Denn schon am ersten Tag, als der Aufstand ausbricht, werden dort in ihrem Ort alle Männer erschlagen. Moment, das fällt. Herr Gustav, Moment. ...123 Weiße werden in den ersten Tagen des Aufstandes getötet. Gustav Sonnenberg liegt noch heute am Waterberg begraben. Zusammen mit anderen Frauen will sich Else in Sicherheit bringen. Sie hat sich dann retten können mit den Frauen. Frauen und Kinder wurden von den Hereros nicht angetastet. Natürlich hatten die Weißen Angst, große Angst. Sie wussten ja nicht, wie es weitergeht und ob nicht sie vielleicht auch ermordet werden. Die deutsche Schutztruppe ist zum Zeitpunkt des Überfalls im Süden des Landes. Einem der Kompanieführer wird die sofortige Rückkehr ins Krisengebiet befohlen. Hauptmann Viktor Franke. In einem harten Gewaltmarsch schafft er die 400 Kilometer lange Strecke nach Windhoek in nur 4 Tagen. Franke führt Tagebuch. Er schreibt: Bin wie zerschlagen. Gott helfe weiter. Stimmung überall weit unter Null. Nachrichten kommen, dass die Herero Okahanya und Windhoek bedrohen. Die Herero-Krieger leisten erbitterten Widerstand. Immer wieder liefern sie sich Gefechte mit der deutschen Schutztruppe. Dabei sind die Herero zunächst im Vorteil. Sie sind zahlenmäßig überlegen, kennen das Gelände gut und greifen in kleinen Gruppen aus dem Hinterhalt an. Die Deutschen müssen empfindliche Niederlagen einstecken. Die Herero waren durchaus militärisch gut ausgerüstet. Sie verfügten über Feuerwaffen. Sie haben also keineswegs nur mit Speeren oder mit Pfeil und Bogen gekämpft, sondern waren sehr disziplinierte Schützen. Man weiß sogar heute, dass sie sehr bewusst die deutschen Offiziere herausgeschossen haben. Doch der Feuerkraft der Deutschen sind sie in der Regel unterlegen. Die Herero ziehen sich nach und nach zurück. Unterdessen befindet sich Else Sonnenberg mit anderen Überlebenden noch immer auf der Flucht. Wasser und Nahrungsmittel gehen allmählich zur Neige. Am 6. April nimmt ihr Schicksal eine überraschende Wendung. Häuptling Samuel Maharero ist mit seinem Gefolge in Richtung Norden unterwegs.
Meist behandeln die Herero ihre Gefangenen ritterlich. Viele Wochen ist sie nun Halbgefangene oder Gefangene der Hereros, wird aber von den Hereros auch wieder natürlich versorgt. Nicht? Die lassen sie ja nicht verhungern oder verdursten. Der Oberhäuptling, also der Maharero, hat immer die Hand über sie gehalten. Sie wird ja dann freigelassen, nach mehreren Wochen der Ungewissheit, darf sie mit den anderen Schutzbefohlenen ihr Heil suchen auf ihrer Wanderung nach Windhoek. Ihre schrecklichen Erlebnisse wird Else Sonnenberg später als Tage der Mahnung in der Geschichte unserer Kolonie bezeichnen. Die Nachricht vom Aufstand der Herero sorgt in Deutschland für Entsetzen. Kolonialbeamte, die auf einen Verhandlungsfrieden mit den Aufständischen hinarbeiten, geraten unter Druck. Nun heißt das Motto: deutsches Land verteidigen. In der Zeit ist dann auch so diese Vorstellung gekommen, also hier geht es jetzt auch einfach darum, deutlich zu machen, wer der Herr im Haus ist. Also es war eben auch ein Krieg, der gewonnen werden musste, weil eine Niederlage natürlich auch das Gesamtbild Deutschlands als Kolonialmacht empfindlich gestört hätte. Diese Blöße will sich der junge Nationalstaat nicht geben. Es wird beschlossen, mit Härte durchzugreifen. Kaiser Wilhelm II. Befiehlt, Truppen zu schicken und einen Mann seines Vertrauens. Generalleutnant Lothar von Trotha. Er war schon bei Aufständen in Ostafrika und China im Einsatz. Lothar von Trotha hatte sich schon einen Ruf erworben, nämlich den Ruf eines knallharten Militärs, der eben sich in Anführungszeichen Meriten dadurch erworben hatte, dass er schon so manchen Kolonialaufstand brutal niedergeschlagen hat. Er werde die Aufständischen in Strömen von Blut vernichten, erklärt er seine Strategie. Die Masse der Herero zieht sich im Nordosten des Landes am Waterberg zusammen. Hier richten sie sich auf die Verteidigung ein. 35.000 Menschen und ihr gesamtes Vieh. Im Krieg bleibt uns nichts anderes übrig, als Frauen, Kinder und das Vieh mitzunehmen. Die Herero müssen dahin ziehen, wo es für alle genug Wasser gibt. Am Waterberg, wir nennen die Gegend Hamakari, ist das der Fall. Auch von Trotha zieht seine Truppen für die große Entscheidungsschlacht am Waterberg zusammen. Insgesamt bringt er 6 Abteilungen mit 4.000 Mann in Stellung. Zur Kommunikation in dem unübersichtlichen Gelände verwenden die deutschen Soldaten Heliographen, Lichtsignale. Diese Heliographen haben den Unterschied ausgemacht. Über das Nachrichtenwesen haben sich die Deutschen dann doch einige Vorteile geschafft, indem sie die Bewegungen der Herero weitergeben konnten an andere Einheiten. Der frühe Morgen des 11. August 1904. Tag der Entscheidung. Die besser gerüsteten Deutschen kämpfen gegen zahlenmäßig überlegene Herero. Doch diese kämpfen mit taktischem Geschick. Wir haben nicht in einer breiten Front angegriffen, sondern den Deutschen aus dem Hinterhalt Nadelstiche versetzt und uns dann wieder zurückgezogen und den Feind im Rücken angegriffen. So haben wir bei Hamakari am Waterberg gekämpft. Fast hätten wir damit Erfolg gehabt. Die Deutschen wissen oft nicht, wo der Feind steht. In dem weitläufigen Gelände und dichtem Gestrüpp verlieren sie den Überblick über die genaue Position ihrer Abteilungen. Die
Herrero dagegen erhalten moralische Unterstützung von ihren Frauen im rückwärtigen Teil der Front. Die Frauen haben eine große Rolle gespielt. Sie standen hinter den Männern und feuerten sie an, sangen Lobeslieder. Das stärkte die Moral der Männer. Außerdem hinderte es sie daran, zurückzuweichen. Nach verlustreichen Gefechten weichen die Herero jedoch der Waffengewalt der Deutschen. Im Südosten der Umklammerung, an der Wasserstelle Hamakari, gelingt ihnen schließlich der Durchbruch aus dem Kessel. Die Schlacht bei Hamakari war der Höhepunkt. Manche Krieger dachten sogar, sie hätten die Schlacht gewonnen. Für die meisten aber war es ein harter Kampf und die Leute zerstreuten sich. Deswegen war es sehr schwer, die Kräfte noch einmal zu bündeln, um die Deutschen zurückzuschlagen. Samuel Maharero beschloss, den Rückzug anzutreten. Einige flohen in die wasserlose Wüste. Die Deutschen verfolgen die Flüchtenden. Sie wollen verhindern, dass sich die Herero wieder sammeln und treiben die Menschen immer weiter in ein Sandfeld, die Omaheke-Wüste, hinein. Im Grunde genommen ist die Rechnung von Trotha nicht aufgegangen. Das wird oft dadurch übersehen, dass es dann im Generalstab später Werk hieß, dass also diese Schlacht erfolgreich gewesen sei und dass die Omaheke, die Wüste, die sich im Südosten anschließt, das Werk vollendet habe, was die deutschen Waffen noch nicht geschafft hätten. Tatsache ist aber, dass die deutschen Waffen dann eben zu diesem Zeitpunkt zumindest noch nicht so erfolgreich waren. Sodass sie Wochen später noch immer nicht als Sieger dastehen. Regelmäßig treffen sie auf bewaffnete Herero-Gruppen. Von Trotha will endlich eine Entscheidung. Er verfasst eine Proklamation, die als Vernichtungsbefehl traurige Berühmtheit erlangt. Die Herero sind nicht mehr deutsche Untertanen. Innerhalb der deutschen Grenzen wird jeder Herero mit und ohne Gewehr erschossen. Ich nehme keine Weiber oder Kinder mehr auf. Treibe sie zu ihrem Volk zurück oder lasse auf sie schießen. Wenn man das, was von Trotha gesagt hat, diesen berühmten Vernichtungsbefehl, wörtlich nimmt, und aus meiner Sicht gibt es keinen Grund, das nicht zu tun, so hat er ganz klar gesagt, dass keine Gefangenen gemacht werden sollen, dass man auch keine Rücksicht auf Frauen und Kinder nehmen soll und dass kein Pardon gegeben soll. Also im Grunde genommen ganz klar den Befehl gegeben zur Vernichtung der Hereros. Die Tragweite seines Befehls scheint dem General nicht bewusst zu sein. In sein Tagebuch notiert er lapidar: Vormittags versucht, einige Vögel zu schießen. Nachmittags Proklamation an die Herero fabriziert. Sonst nichts Besonderes. Ich war erschrocken über die Banalität dieser Aufzeichnung, als ich sie gelesen habe. Aber dass das also zu einem großen Diskussion kommen würde, glaube ich, konnte er sich schon mal nicht vorstellen. Dass das nach 100 Jahren immer noch fast das Thema ist bei Lothar, konnte völlig außerhalb seiner Denkweise und seines Vorstellungsvermögens. Er hat das mal an die Bäume pinnen wollen und den Frauen und Kindern in die Hand drücken wollen, damit sie das also weitergeben. Mehr nicht. Töricht. Systematisch sollen die Flüchtenden an einer Rückkehr aus dem Sandfeld gehindert werden. Von Trotha lässt den Rand der Wüste abriegeln und die Wasserstellen besetzen. Nicht alle Soldaten sind mit dem Befehl einverstanden. Hauptmann Viktor Franke ist zwar an der Niederschlagung des Aufstands beteiligt, aber Franke ist Soldat, kein Mörder. Für Trotha hat er nichts als Abscheu übrig. Meine Verachtung für diesen edlen General wächst von Tag zu Tag. Diese ganze militärische Unternehmung ist eine Farce schlimmster Art. Ich kann und will damit nichts mehr zu tun haben. Von Trotha hat seine Soldaten angewiesen, über die Köpfe der Frauen und Kinder hinwegzuschießen. Sie sollen nicht erschossen werden, sondern verdursten. Häuptling Samuel Maharero und seinem Gefolge gelingt die Flucht durch die Wüste in das angrenzende Britisch-Bechuana-Land. Aber in der Wüste kann nur überleben, wer Wasser findet.
Das ist ein dunkles Kapitel. Die Mütter wollten ja ihre Kinder versorgen. Die schrien, Mama, Mama, ich habe Durst. Auf der Suche nach Wasser gruben sie tiefe Löcher in die Erde. Aber wer an der falschen Stelle suchte, fand kein Wasser und starb zusammen mit den Kindern. Es war furchtbar. Väter saugten die Milch aus der Mutterbrust, die eigentlich für die Babys war. Sie brauchten ihre Kräfte, um nach Wasser zu graben. Es war hart. Manche Leute waren so erschöpft, dass ihnen die Kinder zu schwer wurden. Sie ließen sie zurück. Zehntausende sterben in der Wüste. Auch das gesamte Vieh verendet. Das Volk der Herero ist weitgehend ausgelöscht. Selbst unter der Maßgabe, dass wir keine genauen Zahlen haben, geht man ja doch davon aus, dass von 80.000 Hereros am Ende des Krieges vielleicht noch 15.000 überlebt haben. So steht es für mich außer Frage, dass wir hier von einem Völkermord ausgehen können. Die Wende kommt im Dezember 1904. Die Gräueltaten von Trotas führen zu einem Aufschrei der Empörung in der deutschen Öffentlichkeit. Vor allem von Seiten des Zentrums und der Sozialdemokraten kommt heftige Kritik am deutschen Vorgehen. Der SPD-Führer August Bebel bezeichnet von Trotha im Reichstag als Metzgerknecht und wendet sich scharf gegen den Kolonialismus. Überall begegnen wir Gewalttätigkeiten und der Unterdrückung der betroffenen Völkerschaften, die nicht selten schließlich mit deren vollständiger Ausrottung endet. Hat Kaiser Wilhelm den ersten Genozid in der deutschen Geschichte zu verantworten? Die Frage stellt sich, kann man insgesamt vom Völkermord sprechen? Und da sehe ich die Dinge vielleicht doch etwas differenzierter. Denn es gibt einen für die nationalstaatliche Sicht entscheidenden Faktor, dass man in dem Augenblick, als man in Deutschland von diesem Befehl erfuhr und er der verantwortlichen Reichsregierung bekannt wurde und auch der Bevölkerung, dass man ihn sofort aufgehoben hat, dass man Trotha abgesetzt hat, abberufen hat. Er ist auch nie wieder in ein Amt eingesetzt worden. Und Reichskanzler Bülow hat ganz offen gesagt, diese Politik sei unchristlich. Trotzdem sterben in den Internierungslagern, die für die Gefangenen eingerichtet werden, noch 7000 Herero an Krankheiten und Entkräftung. Auf der berüchtigten Haifischinsel sind die Bedingungen besonders katastrophal. Nur 50% der hier Internierten werden überleben. Erst 1907 wird der Krieg für beendet erklärt. Auf deutscher Seite sind rund 750 Soldaten im Kampf gefallen. 700 sind an Krankheiten gestorben. Else Sonnenberg verlässt Deutsch-Südwestafrika im Frühjahr 1904. Ihr Leben lang denkt sie mit Wehmut, aber auch Sehnsucht an ihre zeitweilige Heimat Afrika zurück. Viktor Franke erhält für seine militärischen Erfolge zahlreiche Orden und bringt es sogar bis zum Kommandeur der kaiserlichen Schutztruppe. Mit einheimischen Frauen hat Franke mehrere Nachkommen gezeugt. Einen seiner Enkel erfüllt das mit Stolz. Ich habe den Namen Franke angenommen, weil ich sehr stolz auf die Geschichte meines Großvaters bin. Er war ein guter Diplomat und ein tapferer Soldat. Ich hätte ihn auch gerne als Vater gehabt. Er war ein guter Mann. Nach dem Ersten Weltkrieg muss Franke Afrika verlassen und kehrt nach Deutschland zurück. Die Kolonie Deutsch-Südwest geht mit dem Versailler Vertrag endgültig verloren. Später fällt das Land
unter das Mandat Südafrikas. Samuel Maharero bleibt bis zu seinem Tod im Exil. Er stirbt 1923 und wird von seinem Sohn Friedrich zurück in die Heimat überführt. In Okahandja wird er in allen Ehren beigesetzt und als Held verehrt bis heute. Jedes Jahr gedenken die Herero der Schlacht am Waterberg und ihrer toten Ahnen. Wenn man sieht, wie die mit deutsch-ähnlichen Uniformen ihre Paraden abhalten, wenn man sieht, wie Ombara Maharero mit einem Südwester offiziell auftritt, wenn man bedenkt, dass es in Windhoek eine von Trotha Straße und eine ganze Reihe von Straßennamen nach anderen Soldaten aus dieser Zeit benannt worden sind, dann gehen die eigentlich sehr pragmatisch mit um. Die Familie von Trotha hat für die Taten des Generals Verantwortung übernommen. 2007 reist sie zu einem Versöhnungstreffen nach Namibia. Für die Hereros war das so wichtig, dass wir uns schämen über das, wie damals, wie grausam dort vorgegangen worden ist. Und dass wir das bedauern, zutiefst bedauern. Und das wurde uns auch gesagt, dass das für sie wichtig sei, auch ihren Ahnen gegenüber. Im heute unabhängigen Namibia erinnert noch vieles an die deutsche Kolonialzeit. Von den 2 Millionen Einwohnern stammen etwa 22.000 von den deutschen Siedlern ab. Ihr Einfluss ist nicht zu übersehen und zu überhören. Aber ich finde immer noch, das sind schön. Das ist das Weiß-Golden und dann das Gelb-Golden, so kombiniert. Und das ist 6.000? Mit den Deutschen haben wir eine nicht besonders schöne Geschichte gemeinsam. Aber heute sind aus Deutschen Namibia geworden. Es sind also unsere Brüder und Schwestern. Ich kann sie nicht verantwortlich machen für die Vergangenheit. Sie sind Namibier und alle Namibier haben eine Bestimmung: in Frieden und Harmonie miteinander zu leben. Die Deutschen von Südwest. Sie fühlen sich heute als Namibier. Es spielt eigentlich heute die Hautfarbe keine Rolle mehr. Ja? Und es spielt auch keine Rolle, ob das nun ein Nama oder ein Herero oder ein Ovambo ist. Sicher in gewisser Weise sind da Unterschiede. Aber ich glaube, dass wir alle miteinander ein sehr gutes Verhältnis hier haben. Und das ist auch das, was mich immer wieder bestätigt in meinem Optimismus, was die Entwicklung dieses Landes angeht. Deutsch-Südwest. Die Kolonie weckte Hoffnungen und wurde zum Schauplatz einer Tragödie. Die Wunden, die das Weltreich der Deutschen einst riss, sind heute vernarbt.